Das Mikrofon muss ich auch anschalten, bevor ich loslaber. Willkommen zu einem neuen Video. Rust. Ja. Alter. Ja gut, es ist auch erst 2 Stunden her, dass ich das hier gemacht habe. Naja, ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, weil ich ja heute noch ein bisschen Zeit habe. Ja, ich gehe so auf YOLO-Aktionen raus und töte alles, was mir in die Quere kommt. Also es gibt quasi keinen Plan. Der Plan ist, dass ich jetzt irgendwas tot bekomme. Ich werde zum Rust-Spieler heute. An sich muss ich ja nicht mal mein Fahnenkreuz heute anmachen. Dann. Ja, die olle Kackbasis würde ich gerne mal aufsprengen. Ich würde hier jeden gerne mal aufsprengen. Naja, ich denke jetzt immer, ich launche zur Safe Zone. Erstmal zur Safe Zone. Weil ich noch was an sich... Ich weiß nicht, meine ganzen Einstellungen sind weg aus dem Spiel. Wow, also das ist echt. Es sieht schön aus. Dieses, dass bestimmte Bereiche unscharf werden. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Tor. Warum ist das Tor nicht scharf? Nee, das stört mich. So, das müsste jetzt eigentlich alles so sein wie vorher. Ich finde, das sieht irgendwie schlechter aus als sonst. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur so vorkommt, weil ich eben auch noch schlechteren Einstellungen spielen musste. Aber jetzt brauche ich doch wieder ein Fadenkreuz. Das ist auch ein bisschen nervig, dass es sowas nicht gibt. Naja, mein Monitor hat eine Taste dafür, passt das schon. Ja, ist nur ein bisschen schade, dass das morgen hier alles schon vorbei ist. Denn morgen Nacht ist der Server wieder auf Null. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal von vorne anfange. Ich könnte es natürlich. Aber da ist halt wieder das Problem. Das Spiel ist zurzeit intensiv. Was? Da bestimmt viel Scrap dabei. Okay, nein, ich lasse dich in Ruhe. Mann, ich kann sowas nicht. Ich weiß, jeder andere hätte ihn einfach weggeballert. Weil ich will ihn nicht tot machen. Jeder Rust-Spieler hätte ihn schon weggeschossen. Mann. Das ist doch scheiße. Ich nehme mir vor, andere Spieler anzugreifen. Und möchte das dann einfach nicht. Das Ding ist Einzelschuss. Glaube ich. Hab zumindest selbst geschossen. Ich frage mich, ob ein Auto vielleicht sogar laufen würde, wenn man na, sowas halt einbaut. Der Typ kommt bestimmt gleich um die Ecke geschossen und dann denkt er sich so, jetzt wird der gekillt. Tanktop. Oh, Pferdchen. Bisschen Schokolade? Dem Pferd ist da auch nicht kalt. Und es hat auch keine Klamotten an. Also, krieg dich mal. Ey, 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 ganz ruhig. So, Pferd, ich muss dich ermorden und aufschlitzen, damit ich in dir schlafen kann. Was? Ja, dann Abfahrt. Junge, glaubst du, du bist hier allein zu Hause oder was?
Müssen wir leise sein? Das ist ein Panzer. Ich werde einfach im Panzer rum. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ja, doch. So, dann lorche ich mal wieder zurück. Ja, ich mach alles zu Scrap, was ich habe. Ich wollte gerade sagen, egal wo er den Drop fallen lässt, ich renn hin. Aber der ist ja echt nah. Das ist... Loket Krate. Ja, hier ungefähr sollte das dann runterkommen. Ich hab den nicht mal gesehen. Voll ein Hund, Alter. Hä? 100 Scrap für ein... Für ein Wildschwein, ne? Verstehe ich doch jetzt richtig, oder? Ich habe mein Opfer gefunden. Okay. Ja gut, das hat sich wirklich gelohnt. Was? Man kann hier doch runtersteigen? Jo, was? Die ist einfach hierfür. Oh, echt jetzt? Der hat meine Sicherung gefressen. Ah fuck, da ist ein Airdrop, da muss ich hin. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand mein Pferd schon wegnimmt, aber Erdruf, den will ich haben. Erdruf war doch richtig nahe. Nein. So nicht. Meins. Was? Ist er jetzt disconnected? Junge, ich hab dir nichts weggenommen.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.